dass ich dann dort eigentlich gemerkt habe, als ich dann in einer langen Zeit nicht großartig leisten konnte, weil ich so am Limit war, dass ich quasi Wege selber entwickeln musste und in mich selber hineingehen musste, um dann zu schauen, für was kann ich gewertschätzt werden, auch mir selber gegenüber. Ich kann meinen Wert nicht definieren an Leistung, das ist zu heikel, zu brüchig. Und ich habe sogar dann in meiner Zeit, wo ich noch so erschöpft war, gehe ich dann trotzdem noch in Sport und in Krafttraining, obwohl ich eigentlich schon so extrem ausgepowert war. Weil einfach hier oben hat er gesagt, doch, das muss doch gehen. Und es war wie ein mentales Gefängnis auch, das ich mir selber gemacht habe. Jetzt, wenn man eben Kontakt hat mit dem eigenen Inneren, mit der eigenen Herzensstimme, dass man immer so ein bisschen eine Ahnung hat, wie man das jetzt einordnen möchte, die neue Information. Wann ich in diese Falle getreten bin, jetzt auch eben von einfach viel intellektuell. Und das war bei mir auf jeden Fall eben auch in der Zeit, wo ich so viel gelesen habe, so viel konsumiert habe und dann eben das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich eigentlich perfekte Werkzeugkasten, jetzt muss ich nur noch die Werkzeuge gebrauchen. Aber es funktioniert halt nicht wirklich so.